Hallo zusammen und willkommen zu unserer zweiten Episode in unserem Vampire Counts Playthrough von Warhammer 3 mit dem Radius-Mod. Wenn ihr beim letzten Mal schon dabei wart, dann habt ihr ja noch in Erinnerung, dass wir uns hier mit unserer benachbarten Vampirfraktion geledert haben und denen ziemlich gut aufs Maul gegeben haben. Die haben nämlich alle ihre Siedlungen verloren. Wir haben eine zweite Armee aufgebaut und hier ist der traurige Rest dieser Vampirfraktion. Und die machen wir jetzt nach allen Regeln der Plattentektonik fertig. Die werden wir so richtig schön ausradieren. Ja, seid dabei. Und zwar werden wir jetzt auch die Möglichkeiten nutzen. Und das werde ich euch jetzt quasi auch demonstrieren, wie cool die Regenerationsfähigkeiten sind. Hier haben wir wieder die schöne Sache mit unserem Vanguard Deployment. Und ich bin gerade ein bisschen erstaunt, warum hat denn die eine Einheit hier. So, das machen wir so. Die kommen dahin. Die lassen wir an der Seite hochziehen. Flatterjups kommen dahin. Hier verteilen wir ein bisschen. Okay, und hier haben wir dann noch unsere Billigeinheiten. Sehr gut. Dann starten wir mal den Kampf. Gehen vor. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Wir haben, oder ich habe Toggle Fire nicht ausgeschaltet. Die Gegner sind in Feuerreichweite und unsere Bogenschützen feuern. Der Nachteil ist, auf größte Distanz ist die Zielgenauigkeit ziemlich mau. Was bedeutet, dass man verdammt viel Munition verjubelt mit wenig Effekt. Je näher ihr am Gegner dran seid, desto besser ist die Zielgenauigkeit. So, wir gehen hier ran wegen der Regeneration. Lassen die sich schön ineinander verbeißen. Unsere Flatterjups lassen wir seine Flatterjups angreifen. Da fallen wir jetzt mit unseren Geistern den feindlichen Einheiten in den Rücken. Die Sensengeister sind ziemlich cool. Vor allem sind die sehr mobil, die juckt das Gelände nicht. Und hier fallen wir dem Gegner in den Rücken. So, wir gucken mal. Wir hauen mal direkt Regeneration raus. Einfach weil wir es können. So. Und den feindlichen Helden, den lassen wir doch mal einem Besuch von unserer Kavallerie zuteil werden. Da darf unsere Blood Knights oder Blood Dragons Kavallerie mal ran. Und unsere Skelettkavallerie, die greift einfach mal die Billiggegner an. So, und jetzt geht's hier dem Nekromanten an den Kragen. Die schwächt ihn mal direkt noch. Und hier unsere Vampirtuse hat leider keinen Nahkampfangriff gegen einzelne Gegner. Also darf sie so im Nahkampf angreifen. Ja, und unsere Geister dürfen auch nochmal auf den Nekromanten, solange wird er gar nicht mehr leben. Ja, schon platt. Das hier ist übrigens eine sehr beliebte Taktik, den Gegner mit Infanterie zu binden
und dann mit Kavallerie umfassen und Flanken- oder Rückenangriffe durchzuführen. Geht natürlich auch mit schneller eigener Infanterie. Sehr beliebte Methode, quasi Hammer und Amboss, wenn man so will. Funktioniert wunderbar. Hier wurde es noch unterstützt durch Bogenschützen. Die Bogenschützen haben den Vorteil, dass sie über eigene Einheiten drüber schießen können und somit auch, wenn feindliche Einheiten mit euren Einheiten im Nahkampf verzahnt sind, können die Bogenschützen die hinteren Ränge der feindlichen Einheiten bepflastern und den Feind somit weiter ausdünnen. So, wir nehmen, ist nicht viel. Wir nehmen die Einheitenerfahrung. Okay, Gegner ist ausgelöscht. Perfekt. Weitere Units oder Regiments of Renown sind freigeschaltet. Zeige ich euch gleich. Wir skillen jetzt aber erstmal wieder. Und zwar gehen wir jetzt auf Children of the Night. Das hat mehrere Aspekte. Einmal, die Charaktere in der Armee des Generals bekommen mehr Erfahrung. Das ist schon mal cool. Der zweite Aspekt, die Soldkosten reduzieren sich. Das heißt, die Unterhaltskosten für die Armee reduziert sich, damit wird die Armee günstiger. Das wird vor allem dann interessant, wenn man das Ganze auch auf Maximum bringt, weil dann haben wir 30% mehr Erfahrung für die Charaktere und 9% geringere Soldkosten. Und wenn man die Einheit aus hochrangigen oder die Armee aus hochrangigen Einheiten zusammengebaut hat, spart das enorm Kohle ein. Sollte man also unbedingt machen. So, das wäre das. Dann gehen wir jetzt mal weiter und übergeben mal hier unserem Zweithoshi Truppen. Eigentlich können wir ihm auch noch die Vampirtuse, obwohl, naja, die kann eigentlich besser bei uns leveln, da levelt die schneller und dann übergeben wir sie ihm später. So haben wir jetzt auf jeden Fall hier schon mal den Grundstock für eine Armee. Wobei ich hier natürlich gerne dann auch noch andere Graveguards mit reinbringen würde, um das mehr abzurunden. Und den Vlad ziehen wir nach unten. Und dann gehen wir ab der nächsten Runde wieder, anstatt auf Truppen, auf Siedlungsausbau. Schön wäre jetzt natürlich, wenn der Vogel mit uns handeln will und wir jetzt eine nette kleine Infusion von 3000 Dark Magic bekommen. Das würde uns helfen. Noch lieber wäre es mir, wenn ich die Karawane angreifen könnte und platt machen könnte. Aber so viel Glück ist mir nicht vergönnt. Aber sie handeln wenigstens mit uns. Wir haben also 3000 plus gemacht. Das ist schon mal nice. Das nutzen wir auch direkt. Und zwar gibt es jetzt erstmal Stadtmauern. Und hier gehen wir auf Handelsgüter. Und wir verstärken das Wachstum. So, dann können wir hier schon mal weitergehen, weil ich rechne jederzeit damit, dass jetzt die Zwerge zu Besuch kommen. Und deswegen ziehe ich meine Armeen runter. Wir leveln weiter und gehen folgerichtig auf Magie. So, und bei ihr. Ja, bei ihr werden wir das Gleiche tun. Hier seht ihr jetzt übrigens auch dieses Symbol. Hier ist die Hand, die aus dem Boden rausschaut mit dem Pluszeichen. Und das bedeutet einfach nur, dass das ein ehemaliges Schlachtfeld ist und man da besonders gute Truppen rekrutieren kann. Da sieht man es auch. Und hier ist es auch noch grafisch unterlegt. Dieser Haufen an Trümmern soll das halt symbolisieren. Wir gucken mal, was könnten wir denn hier rekrutieren? Das ist cool. Black Knights. Das ist schon eine ganz geile Kavallerieeinheit, schon deutlich besser als die Skelette. Ist natürlich auch nicht günstig. Nehmen wir aber mal mit.
stärkt die Armee auf jeden Fall schon mal ganz enorm. Ach ja, ich wollte euch ja noch die Regiments of Renown zeigen. Das machen wir jetzt sofort in der nächsten Runde. Und wir müssen gleich mal gucken, was sich da im Norden tut. Ich sehe da auf Distanz schon drei Armeen. Das gefällt mir jetzt nicht so sonderlich. Ah, die, die gerade mit uns Handel getrieben haben, sind platt gemacht worden. Und da oben sehen wir, da kommen Oger. Hier haben wir Talabekland, das ist eine imperiale Fraktion. Und da haben wir die Waldelfen. Ist jetzt halt auch so eine Sache, ob wir jetzt einfach easy cheesy da oben raus können. Hier kann ich leider nur Billigtruppen rekrutieren. Ich muss aber definitiv meine Armee aufstocken. Könnte noch eine Black Knight-Einheit rekrutieren. Das ist verlockend. Die Frage ist, was kann ich rekrutieren, wenn ich hier reingehe? Das testen wir mal. Das ist schick. Hier können wir zwei Grave Guards rekrutieren. Und runden somit unsere Graveguard-Truppe ab. Weil wir haben jetzt hier Anti-Large, Anti-Large und hier haben wir dreimal Anti-Infanterie. Das macht die Armee hier deutlich kampfstärker. Dann gehen wir mal auf Hinterhaltposition. 45% Chance. Das ist dann zum Beispiel auch so ein Aspekt. Ich möchte relativ schnell, sobald ich den fehlenden Bloodkiss habe, hier auf die Strigoi gehen, die Blutlinie. Denn wenn man das macht, bekommt man Bonis. Einmal kann man dann Generäle aus der Blutlinie rekrutieren. Zum anderen aber gibt es, wie gesagt, Bonis. Und das wäre in dem Fall, dass der Raised Dead Pool bei den Gruftgulen ansteigt. Aber auch 20% Chance auf den Hinterhalt bei allen Armeen. Und das ist natürlich fett, weil dann würden wir von den 45%, die wir jetzt haben, mal direkt auf satte 65% steigen. Das nehme ich gerne am Anfang, weil das hilft. Und gerade Hinterhaltgefechte sind wirklich gut. Okay, jetzt die Regiments of Renown. Gehen wir mal hier hin. Da geht er auf das Icon und bekommt dann die Anzeige. Und zwar ist das so, dass wir ab einem bestimmten Level unseres Generals schalten wir die Einheiten frei. Das seht ihr hier. Die gibt es ab Level 12, Level 16, Level 20. Und so geht das dann entsprechend weiter. Und die, die freigeschaltet sind, haben nicht mehr dieses Ketten- und Schlosssymbol, sondern sind sichtbar. Und hier seht ihr, wie viel man davon rekrutieren kann. In der Vanilla-Version war das jeweils nur eins. Hier kann man jedes Regiment dreimal rekrutieren. Und der Riesenvorteil dieser Regimenter ist, sie sind kampfkräftiger als Standardeinheiten. Vergleicht's mal hier. Dieses Skelettregiment, die Königsstein Stalkers, die haben zum Beispiel eine Rüstung von 72, Leadership 66. Standardskelette haben 32 und 37. Das geht dann natürlich weiter. Nahkampfangriff 50 mit Giftschaden und Nahkampfverteidigung 78. Hier haben wir 32 zu 51 ohne Giftschaden. Also das heißt, diese Skeletteinheit, die ist schon mega für so eine Billigeinheit. Kommt einmal daher, dass sie auf Rang 9 ist, also Gold mit drei Winkeln. Das ist der eine Aspekt. Zum anderen hat sie aber halt auch Boni, weil sie so eine besondere Einheit ist. Und das Schöne ist, wenn man die Kohle hat, kann man die einfach rekrutieren und sie sind auch instant da. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um eine neue Armee mal schnell ein bisschen aufzustocken. So, wir haben das erledigt.
Frage ist, wie gehen wir gleich am besten vor? Gehen wir in Angriff oder nicht? Und der nächste Aspekt ist, wenn ich das Imperium angreife, dann wird auf jeden Fall nicht nur die eine Fraktion mir den Krieg erklären, sondern alle. Aber auf der anderen Seite, ich muss expandieren. Gucken wir noch mal in die Diplomatie, was geht. Die Zwerge sind nicht an Non-Aggression interessiert. Da wäre es fast. Ja. Mit denen habe ich sogar nicht Angriffspakt. Ich könnte es natürlich riskieren. Wir machen das jetzt auch mal. Wir riskieren einfach mal einen Kampf in Richtung auf Zwerge. Sehr cool. Wir können weiter gute Einheiten rekrutieren. Das ist in der Tat reizvoll, was wir hier sehen. Ja, dann rekrutieren wir jetzt Truppen und werden umschichten und greifen dann die Zwerge an zwei Städten an. Und zwar greifen wir hier an und hier. Also wir müssen dafür beide Armeen aufpushen, werden unsere Kohle da investieren und ich verteile dann auch die Helden. Die eine Vampirin kommt dann hier rüber und dann switchen wir noch ein bisschen kavalleriemäßig und infanteriemäßig, machen das ausgewogener, damit beide Armeen kampfkräftig sind. Denn über kurz oder lang, es wird nicht lange dauern, würden die Zwerge uns angreifen. Und im Grunde genommen ist es eine gute Idee, sich die Zwerge möglichst schnell vom Hals zu schaffen, denn die werden später, wenn sie bessere Truppen kriegen, auch wirklich harte Gegner. Ah, da fängt es schon an. Die ersten haben uns schon den Krieg erklärt. So, wir müssen ein bisschen umschichten. Wir gehen erstmal ein bisschen defensiver vor und ziehen die erstmal hier rüber, um möglichst schnell Schwarzhafen helfen zu können. Und hier gehen wir nochmal einen zurück und gucken, was wir jetzt noch rekrutieren können.
Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Kavallerie mit Biss. Und hier macht es auch Sinn, diesen Korpscard zu haben für die Massenregeneration. $782 könnte man noch ausgeben. Gucken wir mal, kriegen wir dafür irgendwas Gutes? Ne, wir bräuchten mindestens 800. Gehen wir aber mal hier näher ran. Die sind jetzt schon mal so positioniert, dass die Castle Drakenhof verteidigen können oder unterstützen können, beziehungsweise sie würden Unterstützung kriegen. Wir gehen auf die Forschung und holen uns den Blood Kiss. Und dann gucken wir mal, ob jetzt direkt schon mal die ersten Zwergenarmeen auftauchen. Die haben einen kleinen Anmarschweg, weil die quasi von hier unten aus dem Gebirge kommen. Na, guck an. Die lösen den Nichtangriffspakt auf. Das heißt, mit denen werden wir uns jetzt gleich ledern. So, wir müssen ausbauen. Und zwar müssen wir unsere Heimat verteidigen. Wir bauen jetzt auch Mauern in unserer Hauptsiedlung. Und ja, im Prinzip. Würde ich da gerne als erstes zuschlagen. Das mache ich aber erst. So, das mache ich aber erst, wenn ich ein bisschen mehr Kohle habe, weil dann gehe ich mit denen hier rein, rekrutiere bessere Einheiten und mache dann die Siedlung platt. So lange gehen wir auf Hinterhalt. Haben zwar eine geringe Chance, aber wenn der Hinterhalt scheitert, haben wir einfach die Unterstützung durch die Siedlung. Macht uns insgesamt dann kampfkräftiger. Das heißt, wir haben jetzt eine starke Defensivposition, er kann uns ruhig angreifen. Und aus der Defensivposition heraus werden wir dann aber angreifen. Und dann werden wir ihm halt einfach gepflegt den Arsch aufreißen. Ja. Und jetzt erklärt er mir den Krieg. Sehr schön. Und da kommen die Zwerge und diese Mistkerle, die sind außenrum marschiert. Die wollen tatsächlich in meine Nebensiedlung. Das bedeutet, wir müssen die abfangen. Wir gehen hier rein, setzen unsere Kohle jetzt ein für Rekrutierung. Die haben Armor Piercing. Die haben Poison Attacks. Wir nehmen die. Die sind Anti-Infanterie. Nehmen wir auch. Und wir füllen auf. So. Und jetzt holen wir uns die Zwerge. Ja, ich würde sagen, die Schlacht schlagen wir, ne? Hier haben wir auch sehr schön zu sehen, hier sind zwergische Distanzeinheiten und zwergische Artillerie. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall schon mal unser Deployment starten und wir müssen das nutzen, dass wir nahe rankommen. Wir werden die Billigskelette nach vorne packen, denn die sollen den Gegner binden.
packen da. Dann quasi versetzt die besseren Einheiten rein, die reinschwenken sollen. Und hier oben werden wir direkt unsere Geister hinsetzen. Und die andere Graveguard-Einheit, die sollen da rein. Unsere Kavallerie nehmen wir tatsächlich für eine Umfassung. Den nehmen wir hier oben mit, denn ich will hier sehr schnell, sehr stark durchbrechen. Und die Flatterjups lassen wir das Katapult angreifen. So, jetzt habe ich bis auf die Vampire und den Streitwagen alles platziert. Komm hier hin. Und kommt hier hin. So. Okay. Wir gucken nochmal. Wir haben alles gesetzt. Wir starten und wir verlangsamen das Ganze erstmal. Die Flugeinheit greift das Katapult an. Die drei Einheiten greifen hier die Zwerge mit den Zweihandäxten an. Hier unsere Blockertruppe. Die bessere Nahkampfeinheit kommt dahin. Und unsere Kavallerie lassen wir wirklich hierhin reiten. Ne, so war es nicht gemeint. So. Hier ist schon mal das große Gemetzel. Die Katapulte hat er ungeschützt gelassen. Die werden gerade zerfetzt von unserer monströsen Infanterie. Das ist schon mal super. Hier sind unsere Billigeinheiten schon im Gemetzel. Das ist auch super. Wir schalten hier schon mal Regeneration dazu. Flankenangriff. Und hier gehen wir rein. Und mit der Kavallerie holen wir uns seine Distanzeinheiten. Die zwergischen Distanzeinheiten darf man auch nicht unterschätzen, weil die sind auch durchaus fähige Nahkämpfer. So, sehr schön. Die feindlichen Katapulte sind erledigt. Die erste feindliche Distanzeinheit ist in die Flucht geschlagen. Die zweite wird gerade angegriffen. Hier sieht es auch super aus. Hier unterstützen wir noch ein bisschen und ärgern ihn, indem wir noch eine Einheit Untoter zaubern. Und hier schwächen wir den Gegner. So, die sind gleich komplett platt. Sehr schön, die flüchten auch schon. Ah, da hinten, der hat sich wieder gesammelt. Den fangen wir jetzt ab.
Hier flüchtet der nächste. Dann können wir hier reingehen. Um mit unseren Flugmonstern, mit unseren Wargeists, fallen wir denen in den Rücken. Sie kommt einfach nicht dazu, die zu zaubern. Sie kommt nicht nah genug ran. Da sammeln sich Gegner, die in die Flucht geschlagen waren, wieder und kommen wieder zurück. Hilft ihnen aber nicht sonderlich viel. Ja, und ihr seht, es ist das totale Gemetzel. Alles ist in Flucht begriffen. Wir nutzen die Kavallerie mal zur Verfolgung. Ich will den Gegner so gut wie möglich auslöschen. Und jetzt gehen wir mal mit Vlad auf den feindlichen Helden zu. Da gehen wir wieder in den Angriff. Und holen uns die, die sich wieder sammeln. So, und das betreiben wir aber noch ein bisschen länger, weil ihr könnt jetzt zwar auf End Battle gehen, aber ich will möglichst hohe Verluste beim Gegner. Deswegen kämpfen wir jetzt weiter. Er ist zwar schon mehr oder weniger geschlagen, aber wir wollen das maximale Ergebnis rausholen. Drum greifen wir die Einheiten weiter an. Wo ist Zwergolino? Da ist Zwergolino. Den müssten wir doch noch platt kriegen, oder? Den kleinen Kollegen. Vielleicht können wir ihn abfangen. Ah, Moment, ich habe doch Dance Macabre. So. Das Gemetzel läuft.
So, also ich würde sagen, das war erfolgreich. Jetzt kommen wir auch mit Vlad an den Zwergen ran, an den General. Und jetzt kriegt er The Final Package. Sehr schön, immer drauf. Ah, zäher kleiner Zwerg. Der könnte es vielleicht tatsächlich sogar noch schaffen. Meine Flatterjubs kommen noch. Wir haben ihn platt gekriegt. Sehr schön. Jetzt beenden wir. Und jetzt haben wir quasi ein sehr erfolgreiches Gemetzel gehabt. Weil ihr seht, wir haben nur 89 Mann verloren. Der Gegner 1313. Also extremer Lohneberger. Und unsere Armee ist nahezu intakt. Wir werden jetzt mal gucken, was wir gleich nehmen. Also ich tendiere dazu, ja, wir nehmen Knete und gehen dann auf Rekrutierung. Wir skillen jetzt erstmal wieder. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir Vlad Nahkampf stärker machen. Und bei der guten Isa müssen wir auch mal die Richtung gehen. So, Schritt 1. Jetzt gucken wir, was können wir rekrutieren. Wir haben Kohle. Wir fassen erstmal unsere Billigskelette zusammen. Dann hauen wir schon mal eins raus. Wir können uns auf jeden Fall zwei Einheiten leisten. Also hauen wir noch ein zweites Skelett raus. So, was nehmen wir denn Schönes? Wir haben schon gute Kavallerie, das passt. Ich würde sagen, wir runden ein bisschen ab. Gegen große Gegner noch Speerkämpfer und Armor Piercing Anti-Infanterie. Perfekte Kombi. So, jetzt haben wir ordentlich upgegradet und sind jetzt in der Lage, entweder die Beastmen platt zu machen. Die sind aber neutral. Oder wir besorgen es den Imperialen. Ich würde sagen, wir besorgen es den Imperialen. Das machen wir jetzt mal per Autoresolve, um ein bisschen zu beschleunigen. Wir besetzen und bleiben dann hier drin, um uns schneller zu regenerieren. Und ich bin mir relativ sicher, er wird uns angreifen. Um das Ganze für uns leichter zu machen, fassen wir die zusammen und rekrutieren eine neue Hellebardier-Einheit. Das ist schon mal gut. Wir können nochmal skillen. Und gehen jetzt auf. Ja, was nehmen wir denn? Das wird sich auch schon lohnen, unsere Rittereinheiten, also unsere Black Knights und unsere Blood Knights aufzurüsten. Ja, vier Nahkampf mehr. Sechs Nahkampf. Ja, doch, das machen wir. Nächste Runde haben wir die sogar auf 8. Damit werden die deutlich aufgewertet. Die gute Isa bringen wir magiemäßig nach vorne. Und jetzt gucken wir mal noch. 744 hätten wir noch. Wenn wir die beiden Skelette zusammenfassen, haben wir einen Slot frei. Wir könnten uns die hier dazu holen. Die sind deutlich besser als normale Skelette. Die sind im Nahkampfangriff sogar besser als die Graveguards.
Ja, die nehmen wir. Und damit haben wir auf jeden Fall die Kampfkraft wieder erhöht. Und nächste Runde ist die Armee fast vollständig einsatzbereit. Hier sind wir auf Lauerstellung. Das Gute ist, wir haben die Zwerge abgefangen. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir kohlemäßig Schwarzhafen ausbauen. Also Ziel muss es sein, hier auf Stufe 3 zu kommen und dann hier auf Stufe 3, weil dann ist die Siedlung auch alleine relativ verteidigungsfähig. Nichtsdestotrotz war das wieder eine erfolgreiche, gute Runde. Damit kann man leben. Und wir gucken jetzt mal, was so kütt. Mein Wunsch wäre eine dritte Armee, damit wir in Richtung Imperium uns ein bisschen absichern können und mit zwei Armeen in Richtung auf die Zwerge angreifen. So, wir werden tatsächlich angegriffen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Folge in ein paar Minuten quasi auch schon wieder zu Ende ist, mache ich das jetzt auch nochmal per Auto-Resolve. Die nächste Schlacht in der nächsten Episode werden wir dann wieder von Hand schlagen. Das Schöne ist, die Garnison wird voraussichtlich komplett platt gehen, ist aber nicht schlimm. Die ist eh total runtergerockt. Unsere Armee sollte es aber komplett überleben. Tut sie auch. Wir haben dafür zwei Feindarmeen ausgelöscht. Die zweite hatte sogar einen Mörser dabei. Wir haben ganz gut Dark Magic gekriegt. Und wir werden jetzt hier das Army Replenish nehmen, um uns stärker aufzuheilen, sozusagen. Ja, das ist die zweite Mission, die wir machen können. Da können wir uns den Karsteinring holen. Die ist auch einfacher. Die müssten wir mit unserer jetzigen Armee sogar schon schaffen. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen erstmal wieder auf die Füße kommen. Wir bleiben in der Stadt, um komplett zu heilen und gehen dann in den Angriff. Skillen aber erstmal. Weiter auf Nahkampf. Wir machen Vlad richtig gefährlich. Bloodlust. Und wir powern unsere Rittereinheiten noch auf, weil wir haben bei ihm immerhin drei Stück. So, und jetzt müssen wir ein bisschen ausbauen. Wir müssen auf jeden Fall unsere Wirtschaft pushen. Also das nächste ist, wir gehen jetzt forschungsmäßig hier ein bisschen rein, bevor wir wieder da oben weitermachen. Das bringt uns 200 und Holz. Das machen wir doch mal. Und dann ziehen wir. Na, wir bleiben sicherheitshalber da. Das ist mir zu unsicher. Bei ihr pushen wir das Scouting und die Bloodlust. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen auf erbeutete Gegenstände. Das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt. Ihr erbeutet immer wieder bei den Schlachten Gegenstände. Die niedrigste Stufe ist dieses Grau-Grün, sag ich mal. Das ist das Schwächste. Dann kommt Grün, als nächstes Blau und am hochwertigsten ist Lila. Die Lila-Sachen sind unique. Die bekommt man eigentlich nur über Questbelohnungen oder bei Karawanen. Man kann aber grüne und blaue selber craften, indem man halt die Stufe darunter zusammenfasst. Zwei gleiche Objekte der gleichen Farbe werden zusammengefasst und dann per Fuse verbunden. Und siehe da, wir haben eine ganz coole Rüstung bekommen. Hier haben wir noch zwei gleiche Objekte, die fusen wir auch und dann gucken wir mal. Da kommt nochmal die gleiche Rüstung raus. Klar, gibt bessere Rüstung, aber es ist natürlich schon mal gut, überhaupt sowas zu haben.
Und wir pushen damit jetzt hier unseren Anführer, unseren Fraktionsführer und seine holde Gattin. Und gucken mal, was kann das Ding? Das ist ganz cool, finde ich. Das müssen wir mal ausprobieren in der nächsten Schlacht. Sie kriegt den mal. So, und wir haben natürlich zwischendurch auch immer wieder so Gefolgsleute, sag ich mal, die man auf seine Generäle verteilen kann. Wir haben jetzt aktuell nur einen. Nichtsdestotrotz, die kommen halt zwischendurch auch. Okay. Das war's dann auch für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer ein Like, gerne gesehen. Ein Kommentar, würde ich mich auch drüber freuen. Falls ihr noch kein Abo hinterlassen habt, dann hinterlasst bitte ein Abo. Empfehlt den Kanal auch gerne euren Freunden und Bekannten. Und seid dabei, wenn es in der nächsten Folge weitergeht, mit unseren Vampire-Accounts. In dem Sinne, bis denne.